Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Zurück in Lübeck, 1352. Der Krieg ist im Wesentlichen geschlagen. Und jetzt geht es darum, dass Schweden einen Frieden aushandeln muss. Und ihr habt es mir wahrscheinlich schon wieder in die Kommentare geschrieben oder bombardiert vielleicht sogar. Aber das lese ich ja immer meistens deutlich später, als ich aufnehme. Aber ich erinnere mich wieder, eine Sache, die ich gerne vergesse, nämlich man kann ja oder man sollte Provinzen zurückgeben oder geben an den Kriegsführer, damit er auch was zum Verhandeln hat. Denn Schweden will mit Sicherheit hier Südschweden schonen und so weiter haben. Und ich denke mal, wir übergeben die Belagerung jetzt an Schweden. Wir haben ja unseren Teil erreicht. Wir wollten Lund nur kontrollieren und das genügt auch. Eine wichtige Sache will ich zeigen. Und zwar, hier ist was Unangenehmes passiert. Und zwar Münster hat den Krieg erklärt in Richtung Geldern. Die wollen Geldern erobern. Was an sich schon mir eigentlich auch nicht so richtig gefällt. Aber okay. Geldern hat ein Bündnis mit Ostfriesland und Ostfriesland ist nun schon komplett besetzt. Im schlimmsten Falle, das ist also kein direkter Angriff auf die Liga, aber in gewisser Weise ein indirekter. Ne? Wir können im Moment da auch gar nicht so viel tun. Wir könnten Frieden erzwingen, geht nicht, wegen der Beziehungsverhältnisse und so weiter. Im Moment können wir eigentlich nur darauf hoffen, dass, wenn hier Frieden geschlossen wird, Ostfriesland nicht auch noch an Münster fällt. Das wäre ein bisschen fett, muss ich mal sagen. Ostfriesland ist schon wichtig für uns. Die haben einen sehr, sehr hohen Handelseinfluss hier in der Region. Also, falls das passieren sollte, ist wahrscheinlich eine Strafexpedition nötig gegen Münster, um Ostfriesland zu befreien. Das würden wir sogar, glaube ich, hinkriegen, wenn ich mir die Verbündeten angucke. Also das steht noch so ein bisschen im Raum. So, okay, lasst uns mal kurz hier ein bisschen sortieren. Die Flotten, die können wir rausnehmen, die auch. Und die bringen wir zusammen. Ich bin am Überlegen, ob wir nicht eigentlich schon unsere Großschiffe wieder in die Stilllegung bringen. Ich denke, das machen wir mal. Wir werden sie jetzt, glaube ich, nicht mehr brauchen können. So, dann wollen wir sehen, ob jetzt die Maßnahme was dazu beigetragen hat, dass Schweden jetzt vielleicht schneller den Frieden schließen will. Oder sie haben noch größere Ambitionen hier in Norwegen. Das kann natürlich auch sein. Unzufriedenheit unter den Handwerkern erleben wir. Konflikte und Proteste über Steuern, Firmen, Handel und Zölle häufen sich und könnten zu einem starken Abfall unserer Industrieproduktion führen. Unser gerechter Herrscher würde derjenige, die Redelsführer hinrichten oder eine Steuer abschaffen. Ja, hängt vielleicht so ein bisschen mit der finanziellen Gesamtsituation zusammen. Also, wir haben jetzt, gut, wir sind im Krieg, aber unsere Einnahmen sind nun wirklich nicht berauschend. Oh, wir zahlen da auch noch eine Festung mit. Das ist ja auch ein Ding. Wollen wir das? Ja, das werden wir nochmal so lange machen. Ich denke, auch ein gerechter Herrscher muss Recht und nach Recht und Gesetz handeln. Und das bedeutet in diesem Falle, den Redelsführer hinzurichten. Hilft nichts. So, wir werden gleich nochmal Stabilität erhöhen. Und eine Sache werden wir mal machen. Ich glaube, das ist eher so aus rollenspielerischen Gründen. Und zwar, wir können den... was wollte ich gerade eigentlich? Wir können den... Irgendwas wollte ich machen. Warte mal, was ist für Akt zum Ablasshandel? Ja, genau. Suspendiert das Strafrecht für Mitglieder anderer Religionen als der etablierten und erlaubt ihnen die Freiheit von öffentlichem Gebet und dem Recht, militärische oder zivile Ämter inne zu haben. Also wir haben ja die Situation, dass wir nach wie vor katholisch sind. Aber ich glaube, dass wir vielleicht so eine neue Form des Katholizismus, eine, die so ein bisschen der republikanischen Tradition mehr anspricht, einer gewissen toleranteren Form hier nachgehen werden. Also eine echte Reform des Katholizismus von unserer Seite, die keine Reformation gleich darstellt, vielleicht noch werden kann, aber im Moment nicht. Deswegen werden wir mal diesen Akt machen. Das erhöht die Stabilitätskosten, reduziert die Toleranz gegenüber Heretikern. Letzteres bringt uns eigentlich überhaupt nichts, weil wir ja nur eine Provinz haben. Aber ich finde es trotzdem irgendwie, wie gesagt, aus rollenspielerischer Perspektive jetzt richtig, dass wir diese Tendenzen des Katholizismus bei uns ablehnen.
Gerade auch Ablasshandel, das ist ja für Händler, für echte Händler, muss das ja was Schreckliches sein, zu sehen, wie da Geld gemacht wird. Okay, hier gibt es tatsächlich immer noch wieder Flottenkonflikte, in die wir Gott sei Dank im Moment nicht mehr reingezogen werden. Die Schweden sind weiter eifrig am Erobern. Hier sind die Polen inzwischen auch angekommen. Okay. Aber trotz Übergabe der Provinz, also die will ich ihnen nicht übergeben, also ich will nicht, dass sie das möglicherweise noch bekommen. Trotz Übergabe, ja, wollen die Schweden offenbar deutlich mehr. Was haben wir hier? Pommern schließt Bündnis mit Böhmen. Das ist für uns vielleicht noch interessant. In gewisser Weise auch logisch, was Pommern da macht. Die einzige Schutzmacht vielleicht gegen Brandenburg, die da jetzt zur Verfügung steht. Das ist absolut sinnvoll. So, was haben wir hier? Beziehungsverbesserung. Die Sache ist Geschichte. Okay. So. Nein. Nein. Es ist tatsächlich geschehen. Sie haben den Krieg geführt und jetzt haben sie Separatfrieden und haben Ostfriesland erobert. Das ist ja ein Ding. Gibt es aber, wir haben keinen Kriegsgrund, ne? Wir kriegen irgendwie. Das ist ja schwierig. Doch, wir würden aber einen bekommen. Oder nee, wartet mal. Das ist die gleiche Seezone. Das heißt, wir müssten. Das wäre gut möglich. Wir müssen das mal für uns definieren. Und wenn Holstein an Sachsen-Lauenburg fällt, könnte es sein, dass Sachsen-Lauenburg einen Kriegsgrund organisiert, wenn wir das als unser Ziel definieren. Das werden wir jetzt mal machen. Ja. Und dann könnten wir so eine Art Befreiungskrieg für Ostfriesland kämpfen. Und sie, ja, eine Handelsstadt können wir nicht machen, weil das ist ja schon Stettin in diesem Bereich. Aber wir können sie einfach so befreien. Sie behalten ja ihre Heimatprovinz hier gewissermaßen. Ja. Hui, das ist eine doofe Entwicklung. So, neue Rivalen. Moskau hat Litauen zum Rivalen. Das ist nicht so schlecht für uns. Boah. Danzig wird jetzt auch protestantisch. Also, das ist echt ein bisschen merkwürdig, wenn wir das mal angucken. Um uns herum alles protestantisch. Mecklenburg ist in der Hinsicht auch noch an unserer Seite. So, die florentinische Schule ist leider ausgelaufen. Wir bekommen da keinen Prestigebonus mehr. Und ich sehe aber, wir sollten noch weiter in die Flotte investieren. Die nächste Karavelle ist fertig gebaut. Bringen wir die mal. Wartet mal. Ne, da habe ich jetzt das Falsche weggehauen. Das sind ja die Karavellen. So, die werden wir zusammen tun. Und ich denke, wir sollten nachbauen. Wir können noch vier. Ich glaube, wir sollten dann auch die vollen vier ausnutzen. Das können wir uns auch leisten. Dauert zwar seine Zeit. Ach so, mir wurde gesagt, ich könnte auch in Rostock und so weiter bauen. Ah. Dauert allerdings auch 355 Tage. Bei uns dauert es 230, also ja, ist jetzt vielleicht nicht mehr so zeitkritisch. Gut, ansonsten haben wir Diplomaten frei. Der ist in Rom noch aktiv. Die Frage, ob wir da die Mission erfüllen. Stettin schließt ein Militärbündnis mit Polen ab. Auch ein bisschen interessant und könnte zu einem Problem werden, muss man mal so sagen. Münster hat Friesland als Rivalen bestimmt. Boah, für so ein Sechs-Provinz-Land. Bisschen klein eigentlich. Na gut, festigt unsere päpstlichen Beziehungen. Das ist erfolgt. Und offenbar gibt es jetzt keine weiteren Missionen mehr. Keine weiteren klugen Vorschläge aus dem Rat, was hier zu tun ist. So, 58% schon für den schwedischen Unabhängigkeitskrieg. Und Kastilien erbt Aragon. Es ist geschehen. Damit ist das auch Spanisch Kastilien und mit Sicherheit bald. Ja, muss hier noch geändert werden. Hier steht noch Kastilien, eine absolut wichtige Großmacht. Und hier wird es interessant werden, wie sich das entwickelt zwischen Spanien und Frankreich. Rivalen sind sie ganz offensichtlich.
Okay. Der Prozess. Edelster Syndikus, euer ältester Sohn steht wegen Korruption und Bestechung vor Gericht. Okay. Er ist gerecht. Deswegen wird er hier nicht eingreifen und im Zweifel eben sich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen. So ist es nun mal. Dazu ist er einfach ein zu guter und aufrechter Mensch, glaube ich. Also, wir denken nochmal an Alexander Amsink. Er wird als einer der großen Bürgermeister mit Sicherheit eingehen. Erstens, weil er sich angesichts der Verfehlung seines Sohnes selbst zurückzieht und weil er Lübeck zu großem Reichtum verholfen hat durch die Abschaffung des Sonnzolls. Man kann es nicht oft genug erwähnen. Nee, das, warte mal. Wir wollen es mal schauen. 78. Okay, wir ziehen uns zurück. Wir verlieren damit Macht, aber erhalten republikanische Tradition. Ach so. Ich dachte, es müsste neu gewählt werden. Ist das am Monatsende oder zieht sich der Sohn zurück? Was soll das denn bitte? Das war jetzt ein Missverständnis. Da habe ich eine große, große Rede gehalten auf Alexander Amsink, aber er hat es. Vielleicht haben sie ihn noch zurückgehalten. Vielleicht wurde das so honoriert, sein edles Ansinnen, aber die Mehrheit in der Bürgerschaft hat sich gesagt: Nein, das darf nicht sein. Was ist denn hier los? Die Dänen beginnen jetzt hier Dinge zurückzuerobern. Oh Leute, warum hatte ich eigentlich meine Groß... Ich habe das hier schon so auf die leichte Schulter genommen. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Was ist denn hier mit dieser ganzen Revolte los? Also, unser General ist tot. Das ist erstmal schlecht. Und hier tatsächlich, die haben gewonnen. Und hier ist jetzt ein neuer König. Eberstein. Ein toleranter Mann. Gunnar der Erste. Und jetzt beginnen die Dänen. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt müssen wir was tun. Können wir mal schnell mit unserer Flotte hier auslaufen? Wann sind die da? Am 28. Wie bitte? Am 28. April 1536. In 3 Jahren. Wo will der denn bitte hin? Irgendwas ist hier komisch. Wir gehen mal mit unserer Karavelle raus und werden mal die Stilllegung wieder aufheben. Und wie kommen wir denn hier mit unseren 8000 Mann wieder zurück? Das ist die große Frage. Auch Schweden, könntest du bitte jetzt mal Frieden schließen? Wir müssen jetzt mal ein bisschen aufpassen. Was ist bitte hier passiert? Okay, alles klar. Damit verändert sich einiges. Diverse Provinzen werden zum Heiligen Römischen Reich hinzugefügt. Uiuiui. Ach ne, ich muss mal die Reichskarte mir aufmachen. Ja. Das ist ja der Hammer. Gott, was tut sich hier alles? Was tut sich hier alles? Das könnte noch ganz interessant werden, wenn ich jetzt so an Religionskrieg denke oder so. Österreich ist damit extrem stark geworden. Ich weiß nicht, ob das schon aktualisiert ist. Spanien ist aufgerückt. Ich bin mal gespannt. Wir haben also wirklich eine Situation von drei absoluten Großmächten hier. Frankreich, Spanien, Österreich, England und Schottland haben sich so selbst so ein bisschen, heben sich so selbst ein bisschen auf. So, wir müssen jetzt aber mal gucken, ob wir einen neuen guten General kriegen. Wenzel Horwege. Na, ist nicht schlecht, würde ich mal sagen. Kann man bleiben. Achso, den wollte ich ja noch auswählen. So. Ja, weitere Provinzen kommen hinzu. Ich meinte, derzeit hier sind. Wie groß ist die dänische Flotte noch? Warte mal, das können wir uns doch angucken. Warte mal, der Gegner. Offenbar haben die Schweden den Gegner so richtig fertig gemacht. Okay, die haben wirklich nur diese 8 Schiffe. Das ist ja fantastisch. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Die haben die gesamte Flotte verloren. Ja, ist doch gut, dann können wir unsere 8000 hier wieder rüberbringen. Ah, sehr schön.
Sehr, sehr schön. Dann brauchen wir, können wir die Stilllegung doch wieder rückgängig machen. Und unsere Kocken schicken wir jetzt dahin, um unsere Armee zurückzuholen. Und hoffen, dass die jetzt hier nicht rüberkommen. So! Es ist vollbracht, Leute. Es ist vollbracht. Nein, ist es nicht. Das ist erst ein Separatfrieden mit Geldern. Na toll. Und zwar mit folgender Konsequenz: Kriegsreparationen und ein bisschen Geld. Naja, okay. Gut. Ich hoffe, dann ist jetzt auch bald. Boah. Also, man kann es vielleicht Österreich-Ungarn nennen. Auch wenn es formal sind, es jetzt wahrscheinlich nicht. Na, obwohl. Nee, formal sind es nicht zwei Königreiche. Es ist ja eine richtige Annexion. Gut. Schweden macht Schluss. Wir wollen hier wieder uns um unsere Handelsdinge kümmern. Wir wollen wieder ordentlich Geld verdienen. So, die Kaufleute verlangen mehr Importe. Der Einfluss einer starken Gilde hat die Preise für Schiffsbedarf in Lübeck in die Höhe getrieben. Es ist so weit gekommen, dass Händler es wirtschaftlicher finden, Güter aus dem Ausland zu importieren, um mit lokalen Preisen zu konkurrieren. Diese Vorgehensweise wird ihren Aussagen nach dank der derzeitigen lübschen Importgesetze immer schwieriger. Eine Verringerung der Zölle würde unseren Kaufleuten eine Chance geben, vorteilhafte Arrangements zu schaffen, wo Schiffsbedarf produziert wird, doch die Gilden, die sich vehement dagegen wehren, erfüllen auch ihren Zweck. Okay, wenn die Zölle unseren Kaufleuten schaden, dann denke ich, ist klar, dass wir für den effizienten Handel sind, sodass wir deutlich mehr Macht über die nächsten 3 Jahre in diversen Zentren bekommen. Das ist schön. Das ist erfreulich. Was ist denn hier eigentlich alles passiert? Warte mal, da war Köln, hat irgendwas verkauft? Österreich ist hier? Was ist hier passiert? Haben die das verkauft? Ich habe es gerade weggeklickt. Na gut, Dänemark, Feudalmonarchie, Litauen, Kasan, Ferrara, Österreich warnt. Okay, das ist nicht so entscheidend. Kriegsgrund gegen Moskau. Okay, Moskau rückt jetzt ins Interesse. Ach, Mensch, Schweden, mach doch mal hinne. Lass noch was übrig von Dänemark. Das wäre doch sehr erfreulich. So, wir sind da wieder mit 14.000. Jetzt holen wir noch die restlichen 2.000. Nürnberg wird reformiert. Frankreich hat keinen König mehr. Okay, die 2000 gehen hier rein und wir schicken die komplett rüber und dann werden wir uns mal dort positionieren und im Falle eines Falles den Gegner dann doch erwarten. Nicht, dass die den. Oh, was sehe ich hier? Die Polen sind gekommen, um Seeland, um Kopenhagen zu belagern. Das ist ja auch interessant. Also das sollte dann wirklich jetzt der letzte Aspekt sein. So, was geht hier denn los? Geheimnisse in unserem Bündnis. Botschafter und diplomatische Gesandte sind häufig Doppelagenten oder zumindest Informanten, die über ihre Pflichten hinausgehen, um Informationen in dem Land zu sammeln, in dem sie ehrliche Verhandlungen führen sollen. Deshalb ist es wenig überraschend, dass ein Botschafter hier in Lübeck der Spionage bezichtigt wird. Die Herausforderung liegt nun darin, diese Entdeckung taktvoll zu handhaben, da nur ein gründliches Kreuzverhör die Schuld beweisen könnte. Also, wir interpretieren unseren Mann mal wirklich als Mann, der hier an Recht und Gesetz glaubt. Dementsprechend muss auch Recht und Gesetz durchgesetzt werden. Wobei eine Verhaftung, Botschafter heißt ja, das sind gewissermaßen Diplomaten anderer Länder. Ich glaube, Austausch fordern ist, glaube ich, also ihn gleich zu verhaften, ist auch nicht wirklich gerecht. Machen wir das mal so. Wir verlieren diplomatische Macht. Okay. So, okay, Leute. Wir werden erstmal an dieser Stelle
pausieren April 1534 noch immer kein Frieden. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.